Der Nationalfeiertag in Luxemburg am 23. Juni ist für die Großherzogfamilie jedes Jahr ein Pflichttermin. Natürlich lassen sich auch Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Erbgroßherzogin Stephanie die Feierlichkeiten in ihrer Heimat nicht entgehen, obwohl das Paar mittlerweile in London wohnt. In Esch an der Alzette feiern die beiden schon am Vorabend gemeinsam mit dem Volk. Und dabei begeistert Stephanie in einem fröhlichen gelben Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzt. Mit diesem Outfit läutet die 35-Jährige den Sommer ein. Ihre Haare hat die gebürtige Belgierin zu einer eleganten Frisur nach oben gesteckt. So kommen die auffälligen goldenen Ohrringe perfekt zur Geltung. Nicht nur wir können nicht genug von diesem sonnigen Look bekommen. Auch Ehemann Guillaume kann seine Augen von seiner schönen Frau kaum abwenden. Immer wieder blickt er stolz auf seine Liebste. Ein rundum gelungener Auftritt des Erbgroßherzogpaares und der perfekte Auftakt für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag.